Hallo, mein Name ist Jürgen Grah. Ich bin Vater von zwei Jungs, Zwillingen. Die sind mittlerweile 21 Jahre alt und wohnen nicht mehr zu Hause, sind nicht mehr bei uns. Ich habe den Vatertag selber nie gefeiert, aber das Vatersein feiere ich immer noch. Ich hatte das große Glück, dass ich von Anfang an dabei sein durfte mit den Kindern. Das heißt also vom allerersten Tag an mit allem, was dazugehört, mit Windelwechseln, mit am Bett sitzen, wenn das Kind fiebert und, und. Habe ich alles erleben dürfen. Ich hatte keine Vaterzeit oder Väterzeit, keine Elternzeit. Das war damals bei uns leider nicht möglich. Habe aber jede freie Minute, die da war, letztendlich mit den Kindern verbracht. Das hat dazu geführt, dass uns heute ein sehr, sehr enges Band miteinander verbindet und das macht richtig Laune. Die Begleitung meiner Kinder hat auch dazu geführt, dass ich heute bzw. seit 10 Jahren mittlerweile Tagesvater bin und durch die kleinen Kinder, die ich hier begleite, es sind 5 an der Zahl jeden Tag, lerne ich immer wieder jeden Tag neu, was Organisation angeht, was Kommunikation angeht, was Herzenssache angeht. Ich denke, wenn wir den Kindern fragend und nicht wissend begegnen, dann können wir richtig viel lernen. Ich wünsche euch allen einen tollen Vatertag. Bis dann. Tschüss.